Hi und herzlich willkommen. Heute stellen wir dir den Beruf des Servicefahrers bzw. der Servicefahrerin vor. Zunächst wie immer ein paar allgemeine Fakten zur Ausbildung. Der empfohlene Schulabschluss für diese Ausbildung ist der Hauptschulabschluss. Und bei der Ausbildungsart handelt es sich um eine duale Berufsausbildung. Die Ausbildungsdauer beträgt hier 2 Jahre. Und während dieser 2 Jahre kannst du mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 620 Euro im ersten Ausbildungsjahr und ca. 690 Euro im zweiten Ausbildungsjahr rechnen. Im Beruf sind deine Aufgabenbereiche dann das B- und Entladen von Fahrzeugen und die Warenauslieferung. Dabei arbeitest du während der Werktage und es kann auch ein Schichtdienst möglich sein. Deine Einsatzorte sind hier Service-Dienstleistungsunternehmen. Und was die Fortbildungsmöglichkeiten anbelangt, so hast du die Möglichkeit, dich entweder zur Fachwirtin in Güterverkehr und Logistik oder Fachwirtin in Logistiksystemen fortbilden zu lassen. Diese Ausbildung dauert 2 Jahre und wird dual absolviert. Das heißt, dass du nicht nur hinter dem Steuer sitzt, sondern in der Berufsschule an einigen Tagen in der Woche auch theoretisch auf deinen Arbeitsalltag vorbereitet wirst. Da du viel mit Kunden in Kontakt gerätst, wird dir von deinen AusbilderInnen beigebracht, wie du im Servicegespräch am besten auf Beschwerden eingehst und Reklamationen abwickelst. Neben den Kunden spielen auch noch die Waren und Fahrzeuge eine große Rolle in deinem Berufsalltag. Du lernst deshalb, wie du einen LKW fährst und wie du die Waren überprüfst. Eine Abschlussprüfung, die deine Fähigkeiten und dein Wissen überprüft, erwartet dich am Ende deines 2. Lehrjahres. Nach deinem Abschluss als staatlich anerkannter bzw. anerkannte Servicefahrerin stehen dir viele Möglichkeiten zur Fortbildung offen. Der Beruf des Servicefahrers bzw. der Servicefahrerin ist ein Job, der dir einiges abverlangt. Du musst dich flexibel auf deine Arbeitszeiten einstellen können und dabei trotzdem sehr zuverlässig sein. Um deinem anspruchsvollen Arbeitsalltag gewachsen zu sein, brauchst du eine gute körperliche Fitness, musst schnell reagieren können und in der Lage sein, dich selbst gut zu organisieren und deinen Zeitplan einzuhalten. Außerdem ist es im Kundenumgang nötig, dass du kommunikativ bist, aber trotzdem gut alleine arbeiten kannst, da du nur sehr selten im Team unterwegs sein wirst. Wenn du also kein Problem hast, auch mal alleine unterwegs zu sein, aber trotzdem kommunikativ bist und dich selbst gut organisieren kannst, dann denk doch auf jeden Fall darüber nach, die Ausbildung zum Servicefahrer bzw. zur Servicefahrerin anzustreben. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant? Dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.